Herr Hartmann, das Spiel konnten Sie knapp für sich entscheiden, zumindest was die Leistung angeht. Zufrieden? Ja, wir haben uns vorgenommen, natürlich hier unsere Heimstärke und unsere Serie auszubauen. Wir haben jetzt um Kunststraße hier die vierte Partie hintereinander gewonnen und das war natürlich schon unser Ziel. Dass es eng wird, dass wir gegen starke Mannschaft, vor allen Dingen in der Offensive, heute ein Spiel haben, das war uns klar. Aber ja, da war es halt wichtig, auch die Geduld zu haben, dann wirklich ja, vielleicht auch mal bis zur 60., 70. 0:0 das zu halten. Und dann so ist dann auch gekommen, dass man dann, dass die Geduld und die Arbeit belohnt wird dann über die Zeit. Und ich denke, ja, in der Summe ein knapper verdienter Sieg, dem Ergebnis entsprechend. Das war das letzte Spiel der Hinrunde. Ihr Fazit? Ja, das Spiel spiegelt eigentlich so ein bisschen die Runde wieder. Das war so ein Auf und Ab. Ich denke, die erste Viertelstunde war sehr dominant von uns, wo wir den Elfmeter kriegen, leider nicht verwandeln. Okay, das passiert. Und dann kam auch so ein bisschen ein Bruch. Und das war so ein Spiegelbild der ganzen Runde. Wir haben immer wieder zwei, drei richtig tolle Spiele, wo wir auch gewinnen, wo wir dann so auf Distanz Platz 1, auf Schlagdistanz Platz 1, 2 sind. Und dann haben wir wieder Spiele gegen hintere Mannschaften, Ettlingen, Weiher etc., wo man dann, wenn man gegen die letzten zwei sechs Punkte liegen lässt, dann wird es halt ganz schwierig. Und dementsprechend, klar, versuchen wir jetzt trotzdem dran zu bleiben und vielleicht einfach noch mehr dominanter, konstanter die Ergebnisse zu liefern. Und vor allen Dingen aber, was das Spiel angeht. Also wir wollen so, wie wir die Viertelstunde am Anfang der ersten Halbzeit gespielt haben und so, wie wir jetzt am Ende zum Großteil gespielt haben, wollen wir einfach auch mal 70, 80, 90 Minuten spielen und dann auch dominant, das heißt jetzt nicht 5-0, aber dominant einfach ein 2-0, 3-0 auch mal heimfahren. Und das wäre uns auch sehr, oder wäre mir sehr gelegen, dass man einfach am Spielstil auch einen Fortschritt erkennt, nicht nur tabellarisch und so. Das erste Spiel der Rückrunde ist nächste Woche gegen Krötzingen. Es wird das letzte Spiel vor der Winterpause sein. Was haben Sie sich da vorgenommen und was erwartet uns da für ein Spiel? Was meinen Sie? Ja, wie es auch mein Mitspieler schon gesagt hat, es wird ein ähnliches Spiel. Es ist eine Mannschaft, die schwer in die Gänge gekommen ist mit Krötzingen, wo man mit sehr, sehr, sehr viel Glück in der letzten Sekunde noch den 1:0-Siegtreffer auswärts gemacht haben. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt. Aber ja, vier Spiele auf dem Kunststraßen, vier Siege auf dem Kunststraßen, das soll natürlich der fünfte werden. Und dementsprechend werden wir uns auch präsentieren, werden wir uns jetzt die Woche auch vorbereiten im Training, um einfach wieder noch dominanter und noch zielstrebiger das Spiel hoffentlich dann auch für uns zu entscheiden. Herr Hartmann, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Merci, Dankeschön, Ihnen auch.